Gut. Ja, machen wir auch irgendwie eine Drift auf. Exotica! Also angefangen mit Turnen habe ich so mit 5, 6 Jahren. Und als ich 10 war, kam eine Trainerin zu uns, weil sie dann eine Gerätturn-Wettkampfgruppe gegründet hat. Und da bin ich dann mit 10 Jahren hingekommen und ich war dann dort bis 25 Jahre aktiv. Wir brauchen nichts mehr machen, du bist unten. Als ich 12 war, habe ich angefangen mitzuhelfen bei meiner Trainerin im Turnen. Und ich war halt immer diejenige, die immer gern mitgeholfen hat, dann bei der Hilfestellung. Und so ist man da einfach mit reingewachsen. Und dann habe ich meinen Trainerschein gemacht mit 20. Und dann war ich ja Übungsleiter mit Trainer C. Und seither gebe ich dann auch Geräteturnen. Du fliegst ein bisschen arg. Die ziehen nämlich nicht mit den Armen hin. Mach mal Radwände, nur Radwände und zieh mit den Füßen schön rein. Ich versuche immer, dass ich ganz sicher halte bei den Kindern, dass ich die nicht irgendwie fallen lasse oder so, weil das ist ganz fatal. Wenn man ein Kind einmal fallen lässt, dann hat es kein Vertrauen mehr zum Trainer. Und es ist ganz wichtig, dass das Kind sich auf die Trainerin verlassen kann. Spring hoch. So, guck, und jetzt macht sie dir unten die Beine so. Und wenn man unten Seil festzieht, dann ist es ein bisschen leichter. Ein richtiger Umschwung geht hier zurück, Schwung holen, Hüfte an die Stange. Und jetzt müsst ihr praktisch wie ein Stab bleiben, ganz gerade und rüber drehen. Dass ihr praktisch die ganze Zeit so seid und nicht, dass die Füße nach vorne gehen. Schön gerade bleiben vom Körper. Und vor, war schön. Und hopp, und die Ellenbogen. Sehr schön. Und die nächste. Meine Töchter sind ja auch ganz fleißige Turnerinnen. Mein Mann hat immer gesagt, denen bleibt gar nichts anderes übrig, weil jetzt hat er halt 3 Turnverrückte daheim. Ganz stolz bin ich auf meine Schulturngruppe Exotica. Am Anfang waren das nur Mädchen, die praktisch ganz normal Gerätturnen gemacht haben und auch wettkampfmäßig, also im Wettkampfmodus dann waren. Und irgendwann kam dann die Zeit, als meine Vorführung einstudiert haben, dass die großen Mädchen halt dann die unteren waren und die kleinen Mädchen dann die oberen. Dann kam das so, dass eine Turnerin mal gefragt hat, ob sie ihren Freund mitbringen darf. Und das war vor 10 Jahren und seither sind die Männer dann dabei. Da haut es mich so ein bisschen runter. Wenn du da die Alex nur an der Hüfte hast und ein bisschen hebst, dann funktioniert es nämlich besser. Außerdem Turnen bin ich ja noch Erzieherin und bis Januar habe ich auch im Kindergarten regelmäßig gearbeitet und das habe ich auch sehr gerne gemacht. Aber seit Januar ist halt alles ein bisschen anders. Da wurde bei meiner jüngeren Tochter Knochenkrebs festgestellt und seither verbringen wir halt ganz viel Zeit in Heidelberg in der Kinderklinik. Und ja, sie ist jetzt auch schon oft operiert worden und war schon 4 verschiedene Kliniken und hat viele Chemotherapien hinter sich. Und ja, sie kämpft ganz fest und wir hoffen einfach, dass es ein gutes Ende nimmt. Ja, die Turnhalle ist meine Therapie. Das gibt dann doch wieder viel Kraft. Ja, ansonsten meine Familie, die
hält fest zusammen und ja, da ziehen wir dann die Kraft da draus. Thank you.